Es ist ein weltweiter Aufstand der Empörten gegen ein Finanzsystem, von dem nur wenige profitieren. Von Frankfurt über London, von Madrid über Tokio bis nach Sydney. In 82 Ländern und über 900 Städten gehen die Menschen an diesem Wochenende auf die Straße gegen die Herrschaft der Banken und die Gängelung durch die Finanzsysteme. Was an der Wall Street vor 4 Wochen begann unter dem Slogan Occupy Wall Street, besetzt die Wall Street, wird zu einer weltweiten Protestwelle. Wir sind 99%. Die Mehrheit unterliegt einer gierigen Minderheit. Sozialproteste, wie sie Amerika lange nicht mehr erlebt hat. Das System ist aus den Fugen geraten. Die Casino-Mentalität unter Bankern verbreitet Furcht und Wut. Zum zweiten Mal müssen die Banken jetzt gerettet werden. Das Finanzsystem wird zur Belastung für den Sozialstaat. Es ist eine neue Form des Protestes im Schatten der Bankentürme. Wer sind die Protestierenden, die zu Tausenden jetzt auch in den deutschen Städten demonstrieren? Ich bin hier, weil ich nicht mehr verstehe, was passiert. Und das, obwohl ich Wirtschaftswissenschaftlerin bin. Der Kapitalismus hat versagt. Da kann ich nur zu sagen, er zeigt sein wahres Gesicht. Das ist er nämlich. Antikapitalistische Romantik oder berechtigte Systemkritik? Bunt bis grotesk, bisweilen komisch, auch ein bisschen volksfest mit Anliegen. Fest steht, sie kommen aus allen Schichten der Gesellschaft. Heterogen wie selten eine Protestgruppe. Weder typisch links noch rechts, alte und junge. CDU-Wähler Seite an Seite mit den Linken. In London vor der St. Paul's Cathedral ist auch er Teil der Occupy-Bewegung. WikiLeaks-Aktivist Julian Assange. In Londoner Banken werde Geld gewaschen, ruft er. Und was ich schon immer sagen wollte, wir sind alle Individuen. Während Assange sich von den Besetzern feiern lässt wie ein Star, verläuft der Protest nicht überall so fröhlich und friedlich. 200.000 gingen in Rom auf die Straße, um zu demonstrieren, darunter Autonome des Schwarzen Blocks. Sie nutzten die Proteste für Gewaltexzesse, ein Horrorszenario. Der Zorn der Bürger wird zum Krieg gegen das System. Die Lage explosiv, das traurige Ergebnis, 100 Verletzte und ein Bild der Verwüstung. Weltweit ähneln sich die Bilder. Wird aus den Protesten Hunderttausender eine Bewegung mit einem gemeinsamen Ziel? Ist es gar der Beginn einer neuen Revolution?